Lesen aus dem Buch Die Physiker von Dürrenmatt. Die Oberschwester führt die bestürzte und weinende Familie nach rechts hinaus. Möbius schreit ihnen hemmungslos nach. Ich will euch nie mehr sehen. Ihr habt den König Salomo beleidigt. Ihr sollt verflucht sein. Ihr sollt mit den ganzen Marianen im Marianengraben versaufen. 11.000 Meter tief. Im schwärzesten Loch des Meeres sollt ihr verfaulen. Von Gott vergessen und den Menschen. Wir sind allein, ihre Familie hört sie nicht mehr. Möbius starrt Schwester Monika verwundert an, scheint sich endlich zu finden. Ach so, natürlich. Schwester Monika schweigt, er ist etwas verlegen. Ich war wohl etwas heftig? Ziemlich. Ich muss die Wahrheit sagen. Offenbar. Ich regte mich auf. Sie verstellten sich. Sie durchschauen mich? Ich pflege sie nun 2 Jahre. Möbius geht auf und ab, bleibt dann stehen. Gut, ich gebe es zu. Ich spielte den Wahnsinnigen. Weshalb? Um von meiner Frau Abschied zu nehmen und meinem Buben Abschied für immer. Auf diese schreckliche Weise? Auf diese humane Weise. Die Vergangenheit löscht man am besten mit einem wahnsinnigen Betragen aus, wenn man sich schon im Irrenhaus befindet. Meine Familie kann mich nun mit gutem Gewissen vergessen. Mein Auftritt hat ihr die Lust genommen, mich noch einmal aufzusuchen. Die Folgen meinerseits sind unwichtig, nur das Leben außerhalb der Anstalt zählt. Verrücktsein kostet. 15 Jahre zahlte meine gute Lina bestialische Summen. Ein Schlussstrich musste endlich gezogen werden. Der Augenblick war günstig. Salomo hat mir offenbart, was zu offenbaren war. Das System aller möglichen Erfindungen ist abgeschlossen. Die letzten Seiten sind diktiert. Und meine Frau hat einen neuen Garten gefunden. Den kreuzbraven Missionar Rose. Sie dürfen beruhigt sein, Schwester Monika. Es ist nun alles in Ordnung. Er will abgehen. Sie handeln planmäßig. Ich bin Physiker. Er wendet sich seinem Zimmer zu. Herr Möbius. Möbius bleibt stehen. Schwester Monika. Ich habe mit Ihnen zu reden. Bitte. Es geht um uns beide. Nehmen wir Platz. Sie setzen sich. Sie aufs Sofa, er auf den Sessel, links davon. Auch wir müssen voneinander Abschied nehmen. Auch für immer. Möbius erschrickt. Sie verlassen mich? Befehl. Was ist geschehen? Man versetzt mich ins Hauptgebäude. Morgen übernehmen hier Pfleger die Bewachung. Eine Krankenschwester darf diese Villa nicht mehr betreten. Newtons und Einsteins wegen? Auf Verlangen des Staatsanwalts. Die Chefärztin befürchtete Schwierigkeiten und gab nach. Schweigen. Möbius niedergeschlagen. Schwester Monika, ich bin unbeholfen. Ich verlernte es, Gefühle auszudrücken. Die Fachsimpeleien mit den beiden Kranken, neben denen ich lebe, sind ja kaum Gespräche zu nennen. Ich bin verstummt. Ich fürchte auch innerlich. Doch Sie sollen wissen, dass für mich alles anders geworden ist, seit ich sie kenne. Erträglicher. Nun, auch diese Zeit ist vorüber. 2 Jahre, in denen ich etwas glücklicher war als sonst, weil ich durch Sie, Schwester Monika, den Mut gefunden habe, meine Abgeschlossenheit und mein Schicksal als Verrückter auf mich zu nehmen. Leben Sie wohl. Er steht auf und will ihr die Hand reichen. Herr Möbius, ich halte Sie nicht für verrückt. Möbius lacht, setzt sich wieder. Ich mich auch nicht, aber das ändert nichts an meiner Lage. Ich habe das Pech, dass mir König Salomon erscheint. Es gibt nun einmal nichts Außergewöhnlicheres als ein Wunder im Reiche der Wissenschaft. Herr Möbius, ich glaube an dieses Wunder. Möbius starrt Sie fassungslos an. Sie glauben? An den König Salomon. Dass er mir erscheint? Dass er Ihnen erscheint. Jeden Tag, jede Nacht? Jeden Tag, jede Nacht. Dass er mir die Geheimnisse der Natur diktiert, den Zusammenhang aller Dinge, das System aller möglichen Erfindungen. Ich glaube daran. Und wenn Sie erzählten, auch noch der König David erschiene Ihnen mit einem Hofstaat, würde ich es glauben. Ich weiß einfach, dass Sie nicht krank sind. Ich fühle es. Stille. Dann springt Möbius auf. Schwester Monika, gehen Sie. Schwester Monika bleibt sitzen. Ich bleibe. Ich will Sie nie mehr sehen. Sie haben mich nötig. Sie haben sonst niemanden mehr auf der Welt. Keinen Menschen. Es ist tödlich, an den König Salomo zu glauben. Ich liebe sie.
Möbius starrt Schwester Monika ratlos an, setzt sich wieder. Stille. Möbius leise und niedergeschlagen. Sie rennen in ihr Verderben. Ich fürchte nicht für mich. Ich fürchte für Sie. Newton und Einstein sind gefährlich. Ich komme mit ihnen aus. Auch Schwester Thoratha und Schwester Irene kamen mit ihnen aus. Und dann kamen sie um. Schwester Monika, Sie haben mir Ihren Glauben und Ihre Liebe gestanden. Sie zwingen mich, Ihnen nun auch die Wahrheit zu sagen. Ich liebe Sie ebenfalls, Monika. Sie starrt ihn an. Mehr als mein Leben. Und darum sind Sie in Gefahr, weil wir uns lieben. Aus Zimmer Nummer 2 kommt Einstein, raucht eine Pfeife. Ich bin wieder aufgewacht. Aber Herr Professor... Ich erinnere mich plötzlich. Aber Herr Professor... Ich erdrosselte Schwester Irene. Denken Sie nicht mehr daran, Herr Professor. Einstein betrachtet seine Hände. Ob ich noch jemals fähig bin, Geige zu spielen? Möbius erhebt sich, wie um Monika zu schützen. Sie geigen ja schon wieder. Passabel? Die Kreuzersonate, während die Polizei da war. Die Kreuzersonate, Gott sei Dank. Seine Mime hat sich aufgeklärt, verdüstert sich aber wieder. Dabei geige ich gar nicht gern und die Pfeife liebe ich auch nicht. Sie schmeckt scheußlich. Dann lassen Sie es sein. Kann ich doch nicht, als Albert Einstein. Er schaut die beiden sofort an. Ihr liebt einander? Wir lieben uns. Einstein geht nachdenklich hinaus in den Hintergrund, wo die ermordete Schwester lag, betrachtet die Kreidezeichnung am Boden. Auch Schwester Irene und ich liebten uns. Sie wollte alles für mich tun, die Schwester Irene. Ich warnte sie, ich schrie sie an, ich behandelte sie wie einen Hund, ich flehte sie an zu fliehen, vergeblich. Sie blieb. Sie wollte mit mir aufs Land ziehen, nach Kolwang. Sie wollte mich heiraten, sogar die Bewilligung hatte sie schon, von Fräulein Dr. von Sand. Da erdrosselte ich sie, die arme Schwester Irene. Es gibt nichts Unsinnigeres auf der Welt als die Raserei, mit der sich die Weiber aufopfern. Schwester Monika geht zu ihm. Legen Sie sich wieder hin, Professor. Sie dürfen mich Albert nennen. Seien Sie vernünftig, Albert. Seien Sie vernünftig, Schwester Monika. Gehorchen Sie Ihren Geliebten und fliehen Sie, sonst sind Sie verloren. Er wendet sich wieder dem Zimmer Nummer 2 zu. Ich gehe wieder schlafen. Er verschwindet in Nummer 2. Der arme, irre Mensch. Er sollte Sie endlich von der Unmöglichkeit überzeugt haben, mich zu lieben. Sie sind nicht verrückt. Es wäre vernünftiger, Sie hielten mich dafür. Fliehen Sie! Machen Sie sich aus dem Staub. Hauen Sie ab, sonst muss ich Sie auch noch wie einen Hund behandeln. Behandeln Sie mich lieber wie eine Geliebte. Kommen Sie, Monika. Er führt sie zu einem Sessel, setzt sich ihr gegenüber, ergreift ihre Hände. Hören Sie zu. Ich habe einen schweren Fehler begangen. Ich habe mein Geheimnis verraten. Ich habe... Salomons Erscheinung nicht verschwiegen. Dafür lässt er mich büßen. Lebenslänglich. In Ordnung. Aber Sie sollen nicht auch noch dafür bestraft werden. In den Augen der Welt lieben Sie einen Geisteskranken. Sie laden nur Unglück auf sich. Verlassen Sie die Anstalt. Vergessen Sie mich. So ist es am besten für uns beide. Begehren Sie mich? Warum reden Sie so mit mir? Ich will mit Ihnen schlafen. Ich will Kinder von Ihnen haben. Ich weiß, ich rede schamlos, aber warum schauen Sie mich nicht an? Gefalle ich Ihnen nicht? Ich gebe zu, meine Schwesterntracht ist grässlich. Sie reißt sich die Haube vom Haar. Ich hasse meinen Beruf. 5 Jahre habe ich nun die Kranken gepflegt, im Namen der Nächstenliebe. Ich habe mein Gesicht nie abgewendet. Ich war für alle da, ich habe mich aufgeopfert. Aber nun will ich mich für jemanden allein aufopfern. Für jemanden allein da sein. Nicht immer nur für andere. Ich will für meinen Geliebten da sein, für Sie. Ich will alles tun, was Sie von mir verlangen. Für Sie arbeiten, Tag und Nacht. Nur fortschicken dürfen Sie mich nicht. Ich habe doch auch niemanden mehr auf dieser Welt als Sie. Ich bin doch auch allein. Monika, ich muss Sie fortschicken. Schwester Monika verzweifelt. Liebst du mich denn gar nicht? Ich liebe dich, Monika. Mein Gott, ich liebe dich. Das ist ja das Wahnsinnige. Warum verrätst du mich dann? Und nicht nur mich. Du behauptest, der König Salomo erscheine dir. Warum verrätst du ihn auch? Möbius, ungeheuer erregt, packt sie. Monika, du darfst alles von mir glauben, mich für einen Schwächling halten. Dein Recht. Ich bin unwürdig deiner Liebe. Aber Salomo bin ich treu geblieben. Er ist in mein Dasein eingebrochen. Auf einmal, ungerufen. Er hat mich missbraucht, mein Leben zerstört. Aber ich habe ihn nicht verraten. Bist du sicher? Du zweifelst?
Du glaubst, dafür büßen zu müssen, weil du sein Erscheinen nicht verschwiegen hast, aber vielleicht büßt du dafür, weil du dich für seine Offenbarungen nicht einsetzt. Möbius lässt sie fahren. Ich verstehe dich nicht. Er diktiert dir das System aller möglichen Erfindungen. Kämpfst du für seine Anerkennung? Man hält mich doch für verrückt. Warum bist du so mutlos? Mut ist in meinem Falle ein Verbrechen. Johann Wilhelm, ich sprach mit Dr. von Zandt. Möbius starrt sie an. Du sprachst? Du bist frei. Frei? Wir dürfen heiraten. Mein Gott! Fräulein Dr. von Zandt hat schon alles geregelt. Sie hält dich zwar für krank, aber für ungefährlich. Und für erheblich nicht belastet. Sie selbst sei verrückter als du, erklärte sie und lachte. Das ist lieb von ihr. Ist sie nicht ein prächtiger Mensch? Sicher. Johann Wilhelm, ich habe den Posten einer Gemeindeschwester in Blumenstein angenommen. Ich habe gespart. Wir brauchen uns nicht zu sorgen. Wir brauchen nur, uns lieb zu haben. Möbius hat sich erhoben. Im Zimmer wird es allmählich dunkel. Ist es nicht wunderbar? Gewiss. Du freust dich nicht. Es kommt so unerwartet. Ich habe noch mehr getan. Das wäre? Mit dem berühmten Physiker Professor Scherbert gesprochen. Er war mein Lehrer. Er erinnerte sich genau, du seist sein bester Schüler gewesen. Und was besprachst du mit ihm? Er versprach mir, deine Manuskripte unvoreingenommen zu prüfen. Erklärst du ihm auch, dass sie von Salomon stammen? Natürlich. Und? Er lachte. Du seist immer ein toller Spaßvogel gewesen. Johann Wilhelm, wir haben nicht nur an uns zu denken. Du bist auserwählt. Salomo ist dir erschienen, offenbarte sich dir in seinem Glanz. Die Weisheit des Himmels wurde dir zuteil. Nun hast du den Weg zu gehen, den das Wunder befiehlt. Unbeirrbar und, wenn der Weg durch Spott und Gelächter führt, durch Unglauben und Zweifel. Aber er führt aus dieser Anstalt, Johann Wilhelm. Er führt in die Öffentlichkeit, nicht in die Einsamkeit. Er führt in den Kampf. Ich bin da, dir zu helfen, mit dir zu kämpfen. Der Himmel, der dir Salomo schickte, schickte nämlich auch mich. Möbius starrt zum Fenster hinaus. Liebster. Geliebte. Bist du nicht froh? Sehr. Wir müssen nun deine Koffer packen. 8:20 geht der Zug nach Blumenstein. Sie gehen ins Zimmer Nummer 1. Möbius allein. Viel ist ja nicht. Aus dem Zimmer Nummer 1 kommt Monika mit einem Stapel Manuskripte. Deine Manuskripte? Legt sie auf den Tisch. Es ist dunkel geworden. Die Nacht kommt jetzt früh. Ich mache Licht, dann packe ich deinen Koffer. Warte noch, komm zu mir. Sie geht zu ihm. Nur noch die beiden Silhouetten sind sichtbar. Du hast Tränen in den Augen. Du auch. Vor Glück. Er reißt den Vorhang herunter und über sie. Kurzer Kampf. Die Silhouetten sind nicht mehr sichtbar. Dann Stille. Die Türe von Zimmer Nummer 3 öffnet sich. Ein Lichtstrahl dringt in den Raum. Newton steht in der Türe im Kostüm seines Jahrhunderts. Möbius geht zum Tisch, nimmt die Manuskripte zu sich. Was ist geschehen? Möbius geht in sein Zimmer. Ich habe Schwester Monika Städtler erdrosselt.